Ja, willkommen zurück, Leute. Heute in dem Video geht es um die Baum des Lichts und wir werden die auch gleich mal benutzen und craften. Ich habe die bisher noch nicht gespielt. Wir schauen uns aber erstmal bei dem Baum des Lichts natürlich Vorteile an. Wir sehen, wir haben hier kritische Schaden, kritische Trefferwertung, Angriffsgeschwindigkeit, Leben, Normalschaden. Dann haben wir hier kritische Trefferwertung, Schaden. Kritischer Schaden ist schon drin. Nochmal Angriffsgeschwindigkeit. Hier alle Elemente verfügbar. Hier haben wir kritische Treffer, kritischer Schaden, Schaden und Einschlag. Und hier haben wir die Standardsachen. Schaden gegen Nebelmonster, gegen leidende Ziele, gegen verlangsamte Ziele. Jetzt ist eigentlich von diesen Perks an sich keins brauchbar, weil unser also letzter Perk, den wir hier sehen, jeder achte Treffer bewirkt einen Betäubungseffekt im Umfeld des Charakters. Okay, was kann man hier am besten nehmen? Dann natürlich auf jeden Fall Schaden gegen Nebelmonster und Bosse, dass ihr da einfach mehr Schaden macht. An sich, wenn wir jetzt überlegen, wir brauchen 8 Treffer für einen Betäubungseffekt, also für einen Stun, dann wäre das sinnvoll, diese Waffe zumindest zweimal auf Angriffsgeschwindigkeit zu specken und einmal auf Schaden. Ist das sinnvoll oder nicht? Kann ich jetzt so nicht ganz sagen, denn ich habe auch jetzt gar nicht so viele Reperks um alles. Also ich könnte jetzt zwar einmal ändern, aber das kommen wir den nächsten Raketenwerfer und alles. Dafür speichere ich das gerade noch auf. Wäre vermutlich zweimal Angriffsgeschwindigkeit hochpumpen. Und einmal hier entweder kann man kritische Trefferchance lassen oder einfach auf Schaden gehen. Möglich wäre aber auch genauso Energieeffizienz für schwere Angriffe oder Einschlag. Ich sag mal, hier ist recht freie Wahl. Bei dem Element genau dasselbe, es kommt darauf an, was ihr bereits schon für Schwerter an Elementen habt und wie ihr die benutzt bereits. Ja, also wenn ihr, ich sag mal, das Lodern im Masamune habt, habt ihr ja schon mal ein Feuerschwert. Mit der Sturmklinge habt ihr ein Energieschwert. Das heißt, dann wäre hier noch Feuer, Natur, Wasser offen. Ne, Feuer weg, Natur, Wasser und physisch offen. Und so würde ich das jetzt mal machen. An sich klingt das auf jeden Fall erstmal cool. Was man dazu sagen muss, ist, der Skin ist natürlich mega cool. Also Dama mit einem Bäumchen. Einfach cool gemacht. Ja, wir sehen hier Tannenbaumständer. Gut, das Holz vom Baum geht halt durch den Ständer durch. Sollte natürlich in euren Wohnzimmern so nicht ausgesehen haben. Aber macht ja nichts. So, Heldenkombination. Welche Heldenkombination würde ich machen? Es ist jetzt. Den gleich. Ihr könnt hier natürlich zu einem Drachenscorch, also den Drachen an sich gehen. Machen wir eben kurz hier irgendwas rein. Aber, oder, ne, den Werwolf. Ihr könnt eigentlich jeden möglichen Ninja nehmen, den ihr möchtet. Sag mal, ich benutze gerne den Schwertmeister Ken. Also wir sehen, wir haben Rauchbombe, Wurfstern, Drachenschlag. Sich schon mal ganz cool. Dann haben wir meine Ninjas hier. Haben wir hier die kritische Trefferwertung, können wir hochpumpen. Hier dasselbe. Ja, ist egal, welchen ihr von den beiden habt. Und im Normalfall könnt ihr hier dann nochmal so einen Ken nehmen. Der erhöht dann den Schaden nochmal um 24% mit Schwertern. Also machen wir das auch nochmal. Und in den letzten Slot tun wir den hier rein. Nein, nicht rein. Todesklingen. Haben wir den, Leute? Also ja, es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich den reintun. Für jeden vierten Treffer mit Nahkampf heilt ihr euch. Könnt einen Wildnis-Spezialisten reintun, ihr könnt die Santa Claus reintun für mehr Heal. Den könnt genauso gut. Wo ist der eine Ninja? Was? Such mit euch noch. Kleinen Moment, Leute, bitte. Also hier, der ist auf jeden Fall. Kritische Treffer mit Nahkampfwaffen verursachen 3 Sekunden lang jede Sekunde 15% des Treffschadens. Ja, und Bewegungsgeschwindigkeit reduziert. Den benutze ich immer, sagt der Todesklingskorpion. Aber. Habe ich den? Doch, ich habe den definitiv, aber ich glaube, ich habe den nicht gelevelt. Und zwar geht es um den Ninja von diesem Hero, diesem Event hier. Komm aber auch gerade nicht auf den Namen. Ich habe gedacht, der hier. Da sehen wir Treffer mit Schwertern gewähren einen Stapel Attentat, wovon jeder den Schaden von Schwertern um 5% erhöht. Das heißt, mit diesem Slot, wenn wir den drin hätten, kann ich jetzt nicht machen, weil der wie gesagt zu klein ist,
würden wir unseren Schwertschaden auch nochmal erhöhen. Ja? Das heißt, wir hätten dann drei Helden, die einfach nur Schwertschaden, Schwertschaden, Schwertschaden geben. Zu dem Schwertmeister Ken bleibt halt zu sagen, der ist der Beste mit dem Schwert. Deswegen heißt er auch Schwertmeister Ken. Der hat den ganz normalen Gottesbeteransprung, flotte Füße, ja, fünf totgeweihte Winde, erhöht den Schaden von Schwertern, Äxten und Sensen um 24%. Wurfstern, Standardwurfstern, Schattenhaltung. In dieser Schattenhaltung bekommen wir Rüstung. Der Gottesanbetersprung kostete weniger Energie. Und jetzt sehen wir hier, legendäre Klingen verursachen zusätzlichen Schwertschaden während der Schattenhaltung. Hier haben wir nochmal ein Attentat. Dann erhöht die Dauer von Attentat. Drachenschlag, ein Standarddrachenschlag, kein Wasser oder so. Aber hier haben wir die legendäre Klinge, die wir in der Schattenhaltung haben. Heile zusätzlich 35% Schwertschaden aus. Masamune erhöht den Schwertschaden von legendärer Klinge um weitere 35% in der Schattenhaltung. Sprich, wir machen 70% hier plus 24% hier oben. Dann sind wir bei 94% mehr Schwertschaden. Das kriegt ihr mit keinem anderen Ninja hin. Wir gehen jetzt einfach mal in die Map rein. So, ja, willkommen zurück. Jetzt seht ihr hier also in der Map an sich, welche Bonis hier sind. Aber wir gehen jetzt wert. Machen uns jetzt ein Bäumchen. Ist bei mir auf 106 erstmal, auf Schattensplitter. Jetzt bleibt zu sagen, ich bevorzuge eigentlich alle Waffen auf Schattensplitter, deswegen mache ich automatisch Schattensplitter. Bei der Waffe kann man aber auch durchaus Obsidian in Betracht ziehen, weil wir einfach hier auf Attack Speed gehen können. Nehmen jetzt nochmal die anderen Schwerter, wenn wir hier sehen. Hier haben wir eine full gepökte Windertech-Schlitzklinge. Energie 106. Dann noch eine Elektroröhre mit Natur. Bringt hier in der Map an sich nichts, weil das Naturgegner sind. Aber da seht ihr, die hat 71.000 Schaden, die hat 92.000, die hat jetzt schon 75.000. Wenn ich einfach bei den anderen, hier seht ihr einen 130er Druckschneider mit 76.000, 58.000. Gut. Das Masamune ist wieder was anderes, das einzige Schwert, was man dreimal auf Angriffsgeschwindigkeit specken kann. Dann hier nochmal auf Schaden, ihr seht, Angriffsgeschwindigkeit macht mehr Schaden, weil ihr macht statt einem mit zwei Hits. Dann hier nochmal so ein Stechdietrich der Dritte mit 83.000 und hier nochmal eine 130er Windertech mit 87.000. Also ihr seht, vom Schaden her ist die jetzt schon eigentlich sehr hoch mit ihren 75.000. Jetzt ist das natürlich erstmal hier, das ist ja, sehen hier, zack, 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 normale Hits, zack, 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 zack. Und ja, wie könnte das aussehen, wenn ihr eine mit, das ist nur so ein Vorgeschmack, ihr seht, wenn ich da so zweimal Angriffsgeschwindigkeit schon drauf tun mache, also drauf tun würde, wäre die nicht ganz so schnell wie die hier, klar, weil die hat ja dreimal drauf, ne? Aber die würde der schon sehr nah rankommen. So, und als drittes nehmen wir einfach hier nochmal. Nehmen wir einfach eine Shotgun. Okay. Jetzt sind wir hier halt natürlich in der Liefer die Bombe-Mission ab. So. Wir haben schon die Schienen soweit fertig. Jetzt kommen wir hier ein bisschen. Oh, ihr seht's. Ich nehme mein Schwert nicht, aber der hält es in der Hand. Ha, jetzt ist es da. Also, wir schauen uns das mal an. 30.000. Bin in meiner Schattenhaltung. Da war aber ein Stun. Also ist das anscheinend. Ich habe jetzt ursprünglich gedacht, dass ich 8 Treffer auf dasselbe Ziel machen muss. Aber dem ist anscheinend nicht so. Sondern ihr seht, das ist tatsächlich eine AOE-Stun. Bin ich aber ein bisschen enttäuscht, 142.000er Hits, bin ich ein bisschen enttäuscht, wieso? Weil das war ja nicht mal eine Sekunde Stun. Also man könnte sagen, das waren ja nur ein paar Millisekunden. Also, ich hätte ein bisschen mehr erwartet eigentlich. Zumindest, ich sag mal, beim Soldaten könnt ihr ja in Smasher auch 2,5 Sekunden stunnen. Bei den 80er Missionen, die sind alle so hoch und eiern hier rum wie sonst was. So, sehen wir das natürlich hier.
sehen, dass ich kein Schwert in der Hand habe. Nein, aber ihr seht jetzt, was ich meine. Wenn ich als Ninja vorne drin bin, geht mein Schild schon mal sehr schnell weg. Es gibt auch Missionen, wo die dann quasi Pfützen haben und sowas. Und wenn wir diese Pfützen noch zusätzlich haben, die slowen, dann, oder Explosionen, Monster, die explodieren, dann ist es für uns einfach verdammt schwer zu überleben. Ich habe keine Energie dafür. Okay, machen wir hier. Also ihr seht, monstertechnisch geht auf jeden Fall alles down. So jetzt gar nicht Frage. Der Wurfstern ist halt, wie gesagt, nicht der beste. Dann sehen wir Monster, hält mehr aus. Oh. Komme. Ja, halt Nachteil an dem Ken ist halt, wir brauchen wirklich unsere Schattenhaltung, also wir müssen ein Monster abschlachten und dann haben wir auf jeden Fall unseren drücken wir mal ein Heal für alle raus. Oh, legendär. Schon lange nicht mehr gehabt. Durch da bis nach hinten. So. Monster, ihr seht ja, sind Level 93, also sind unter mir. Ich sag mal, dasselbe jetzt in einer 100er Mission zu machen, wäre so ohne weiteres nicht möglich. Da würde ich drauf gehen. Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit drauf gehen. Weil ich einfach den Schaden definitiv. So, würde halt so nicht funktionieren. Aber alles so, ich sag mal, 80er Maps ist der Ninja, wie gesagt, bis zu den 80er Maps ist der Ninja an sich immer noch sehr gut. Und alles andere dahinter ist halt, zack. Nur ein Treffer, was soll das denn? Ja, ihr seht also, wir kommen schon ganz gut zurecht hier mit dem. Die Monster brauchen auch gar nicht so lange zum Umfallen. Auch wo die Waffe jetzt, wie gesagt, nicht geperkt ist. Da sehen wir halt, wie gesagt, den Stun nach 8 Hits. Jetzt sehen wir, mein Schild ist weg und zack, ein Blaster hat mir gerade 160.000 AP weggeballert. Sprich, wenn da zwei Blaster da wären, was hier nun mal öfter so ist, beide mich im Ziel haben, dann bin ich halt so gut wie down, wenn ich nicht auf. So ist das halt gemeint. Und also, wieso Ninjas halt einfach eine Arschkarte haben. Natürlich könnt ihr als Ninja, seid ihr nicht auf Schwerter festgelegt. Könnt ihr hier eine Shotgun benutzen, der 500, ja. So, 500.000er Hit mit einer Shotgun hier ist auch schon, wie gesagt, gut. Ja, ihr seid also nicht festgelegt auf Schwerter, ja. Deswegen, also Ninja könnt ihr durchaus spielen, aber ich sag mal, wenn ihr dieses typische Hack-and-Slash-Feeling haben wollt, wird es halt ab an einem gewissen Level einfach zu schwer, weil das einfach nicht mehr hinhaut. Ja. Aber, wenn ihr, wie gesagt, auch noch Waffen benutzt, dann könnt ihr euch Shotgun hier zum Beispiel, zack, One-Shot, zack, One-Shot. Ne? Funktioniert alles ohne Probleme. Und deswegen, ja, bedanke mich auf jeden Fall hier bei euch, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann. Bye, bye.